Gut, wir haben noch 5 Trainer vor uns. 5 Trainer und dann kämpfen wir gegen den letzten. Oh, bis hierher, das hast du es geschafft. Komm, ich brenne auf einen Kampf. Ja, und der letzte könnte ein bisschen hart werden, der letzte Arealleiter. Wenn ich mich nicht irre, hat der sogar ein Libeldra, glaube ich. Also der war, glaube ich, sogar ziemlich gefährlich. Und wo es mir gerade einfällt, ich hätte Impagator Eisstrahl erlernen sollen. Denn wenn ich das gemacht hätte, würde es jetzt Eisstrahl können. Und ja, dann könnte ich zum Beispiel ein Libeldra mit dem Eisstrahl kaputt machen. Ach, verdammt. Hätte ich vorher dran denken können, ja, ich weiß. Da hätte ich definitiv vorher dran denken können. So, machen wir mal einen Surfer und Metagross eine Agilität. Ah, du bist relativ schnell, Elektroball, das finde ich scheiße. Und der Donnerblitz geht auf Metagross. Was ich nicht verstehe. Hast du gehofft, dass du mit Metagross paralysierst? Ist die KI so intelligent? Aber selbst so gesehen, es war eine dumme Entscheidung. Ich meine, Donnerblitz auf meinen Impagator. Was meinst du, was der Schaden zugefügt hätte? Und wieso macht Traumvogel Sonnentag? Kann da etwa jemand eine Feuerattacke? Das würde ich aber nicht lustig finden. Traumvogel, ich mach dich mal lieber kaputt. Nicht, dass du eine Feuerattacke kannst. Denn wenn du jetzt irgendwie mit Hitzekoll oder Flammenwurf daherkommen würdest, das, ja, würde mein Metagross nicht so toll finden. Oh, deswegen. Oh. Okay. Okay. Ja. Vulnona überlebt es überhaupt? Ja, gigantisch. Elektroball, das war das Beste, was du machen konntest. Das Pokémon, das mir hätte gefährlich werden können, wurde von dir selbst umgebracht. Ich finde das klasse. Ach, das ist herrlich. Das ist herrlich. Cameron oder Cameron. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich nenne es eigentlich immer so zweiteilig. Entweder manchmal Cameron, manchmal Cameron. So, überlebst du auf gar keinen Fall. Feuerboden, vierfacher Schaden. Surfer konzentriert sich nur auf dich. Keine Chance. So. Okay. Somit sind es nur noch 4 Trainer. Ich glaube, du kannst nur noch den allerletzten Gegner besiegen. Ja, das werde ich auch. Nur noch 4 Posten. Und dann musst du ausgerechnet auf mich treffen. Ha, was für ein Pech. Tja, mein lieber Kelron, Kalrun, Thomas. Ich nenne dich Thomas. Ein Impagator und ein Tornupto. Das ist auch eine interessante Zusammenstellung. Das ist auch eine sehr interessante Zusammenstellung. Impagator und Tornupto. So, Impagator, setz mal bitte Hydropump auf Tornupto ein. Und Metagross, du machst eine Agilität. Bitte triff. Gut. Ich habe ziemlich Glück mit Hydropump, sehe ich gerade. Wo ich offscreen trainiert habe, ich habe so Pech mit Hydropump gehabt. Ich habe nicht einmal getroffen und der Gegner hat 5-mal Hydropump eingesetzt und 5-mal getroffen. Und von diesen 5 Hydropumpen waren 3 davon ein Volltreffer. Ich habe mir gedacht, ey, Alter, spinne ich oder was? So. Okay, mit einer Hydropumpe kommst du aber wahrscheinlich nicht weit, wenn kein Regentanz ist. Es sei denn, du machst einen Volltreffer. Oh Mann. So, machen wir mal Schlitzer darauf und einen Sternenhieb darauf. Ich habe keinen Bock. Nein, das gibt es nicht. Verdammt. Jetzt überlebt Impagator. Antikkraft. Nicht auf Metagross. Okay. Ah, hat wenig abgezogen. Ja klar! Na klar! Weißt du, wie hoch die Chance ist? Wenn der trifft, wenn der trifft. Na, es war ja so klar, dass er trifft. Alter, was bist du für eine Lackbox?
Was bist du für eine Luckbox? Erst triffst du mit Hydropumpe, okay, das habe ich auch, sage ich ja nicht. Aber dann machst du einen Volltreffer damit. Dann setzt du Antikraft ein und erhöhst auch noch deine Werte, was sehr gering ist. Ich glaube 10% ist maximal die Chance, dass es erhöht. Und dann triffst du auch noch mit deinem scheiß Egelsamen. Boah. Kotz mich an, ganz ehrlich, kotz mich an. Metagross macht das Viech mal kaputt, das regt mich nur noch auf. Ein Volltreffer, ja. Jetzt Angrifferhöhung wenigstens. Ja, danke. Gleich hier. Hier. Hier, ausgleichende Gerechtigkeit. Geht doch. Wie du mir, so ich dir. Es ist nur fair, dass ich das jetzt hatte, ganz ehrlich. Es ist nur fair gewesen. So. Kapilz könnte mir ein bisschen auf den Sack gehen. Vor allem wegen... Oh Gott, hat nicht gewirkt. Wegen Spornwert habe ich gemeint. Oh Gott, auf beide jetzt Egelsamen. Oh Gott. Das ist interessant. Vor allem, dass du mit beiden getroffen hast. Das Meganie könnte jetzt echt penetrant werden. So, Schlitzer auf Kapilz, damit es ganz schnell weg ist. Und Sternenhieb auf Meganie. Denn Kapilz könnte scheiße werden. Kapilz ist ein arschstarkes Pokémon, wenn man es richtig einsetzt. Ja, wunderbar, Angrifferhöhung. Das ist jetzt wirklich mal ausgleichende Gerechtigkeit. Nach dem ganzen Glück, das du hattest, habe ich jetzt auch mal Glück. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, das ist gut. Wobei ich ja nichts anderes von meinem Metagross gewohnt bin. So, mach ganz schnell das Kapilz kaputt, weil ich habe keinen Bock, dass das irgendwie mit Pilzspore dahergekommen wäre. Und dann noch mit Egelsamen und mit Megasauger und mit Powerpunch und was das alles hat. Das wäre echt scheiße gewesen. So, jetzt nur noch schnell das Ampharos. Und wir hätten es geschafft. Und tschüss. Okay. Wunderbar. Du warst aber doch ein bisschen stärker, als ich dachte, muss ich zugeben. Weil du so eine elende Luckbox warst. Dein Talent scheint auf jeden Fall echt zu sein. Okay, es sind noch 3 Posten. Zeig, was du kannst. Ja, 3 Posten sind es noch. 3 Posten, das schaffen wir doch locker. Nur noch 3 Gegner, wenn du mich mitzählst. Wirst du verlieren oder weiterkämpfen? Zeig es mir. Virtur, was sind das für Namen? Ganz ehrlich, was sind das für Namen? Ein Logok und ein Gewaldro, okay. Das ist ein beschissenes Team. Das ist ein sehr beschissenes Team. Ich mache mir leichte Sorgen, dass der nächste dann ein Glurak hat. Weil jetzt kommen jetzt irgendwie Starter-Pokémon, so wie es aussieht. So, machen wir ganz schnell Agilität. Laubklinge. Oh Gott, das wird Schaden zufügen. Gott sei Dank auf Metagross. Gut, dass ich Agilität mache, denn Gewaldro ist um einiges schneller, als ich dachte. Wow. Und ein Volltreffer. Okay, jetzt habe ich mal wahnsinniges Glück. Danke. Tschüss, Logok. So, mit Feuerschlag oder Flammenwurf hättet ihr mir echt gefährlich werden können. Supex, damit habe ich gerechnet. Das muss ganz schnell weg, weil ich habe keinen Bock, dass das Erdbeben einsetzt. So, Schlitzer und Sternenhieb. Überlebst du einen Sternenhieb, Sumpex, mal so unter uns? Ich glaube schon. Ja, locker sogar. Locker sogar. Eine Laubklinge wieder auf Metagross? Nein, diesmal auf Impagator. Er lernt dazu. So. Und jetzt kommt das Erdbeben, oder? Ja, war klar. Das war zu erwarten. Hättest du nicht Regentanz machen können, das wäre für mich besser gewesen. Das wäre viel besser für mich gewesen. Und Gewaldro, was hast du bitte für eine scheiß Verteidigung, wenn das dir so viel abzieht? So, machen wir gleich mal einen Sternenhieb drauf. Den überlebst du nicht.
Den überlebst du nicht, der Seite, ja. So. Gut, dann machen wir jetzt nochmal kurz einen Schlitzer auf das Sumpex. Das wäre dann weg. Altaria. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Denn, ja, jetzt fängt eine neue Runde an. Und mein Metagross ist schneller, soll heißen, Altaria kriegt erstmal ordentlich Schaden. Und wenn der Trainer intelligent ist, macht er eigentlich erstmal Drachentanz. Weil dann wird ein Altaria erst richtig gefährlich. So, wir machen mal einen Surfer und einen Sternhieb auf Altaria. Ich weiß jetzt nicht, ob für Nontor Erdbeben erlernen kann. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Altaria weiß ich, dass es scheiße sein kann. Und deswegen weg damit. Bald hast du die 200, mein liebes Impagator. Aber versuch nicht mit Metagross mitzuhalten, das ist nicht möglich. So, ein Surfer. Ich nehme mal an, Finonto wird den Eishagel einsetzen. Oh! Okay! Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ganz ehrlich. Wow! Hat Finonto so eine beschissene Spezialverteidigung? Wow. Los, auf zum nächsten Posten. Es sind nur noch zwei übrig. Kämpfe mit aller Kraft. Ja, zwei sind noch übrig. Nur noch zwei Posten. Na sowas. Du hast es bis hierher geschafft. Also bist du besser als meine besten Schüler. Gut, dann zeig mir jetzt deinen besten Kampf. Oh ja, das werde ich. Elen, ey, endlich mal ein normaler Name. Elen, ein normaler Name, endlich. Krebutak und Magneton. Magneton, du könntest scheiße sein. Du könntest richtig scheiße sein. Das gleiche gilt für dich, Krebutak, wenn du Guillotine kannst. Dann... Ja. Machen wir mal Schlitzer und Agilität. Agilität ist hier jetzt ziemlich wichtig eigentlich, finde ich. Ein Volltreffer, sehr schön. Sehr schön. Gut gemacht, Impagator, gut gemacht. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Ein Ninja-Tom. Gut, Ninja-Tom kein Problem, denn ich habe beim Leveln rausgefunden... Ach du Scheiße, Ninja Tom hat ja einen Geisttyp drinnen, wie es mir so einfällt. Soll heißen, der ist auch gegen Unlichtattacken anfällig. Soll heißen, ich mache einfach einen Biss auf ihn. Soll heißen, ich hätte beim Kampf gegen den König von Tartarus meine ich, nicht mein Tornuptum Flammenwurf wiederbeleben müssen, sondern ich hätte auch einfach Biss machen können. Habe ich dann auch erst später rausgefunden. Habe ich nicht ganz bedacht bei Ninja Tom. Trotzdem, ich hasse dieses Viech. Okay, Scaraborn. Mit Durchbruch könnte es gefährlich werden. Oh Gott, geh daneben. Oh Gott. Jag mir hier nicht so einen Schrecken ein. So, Psychokinese auf Magneton. Oh Gott, Psychokinese ist ja schon Sternenhieb. Ja, sehr schön. Bitte triff. Jawoll. Jetzt habe ich aber gerade ziemlich Glück. Wirklich sehr viel Glück. Vielender. Oh Gott. Boah. Geh daneben, bitte. Scheiße. Und tschüss. Das überlebt Impagator nie. Oh, wow. Dass du das überlebst, das hätte ich nie gedacht. Damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Es ist ja nicht so, dass ich meinem Impagator nicht vertrauen würde, aber Blitzkanone ist verdammt stark. Es hat nicht umsonst so eine verdammt schlechte Trefferquote. Oh Gott. Und tschüss. Ja. Ich nehme mal an, jetzt wird dann noch ein Donnerblitz kommen oder eine Attacke, die zu 100% trifft und mein Impagator ausnocken.
So, was...